Einen wunderschönen guten Abend und herzlich willkommen zu unserer Webinarreihe hier mit Michael Burgstaller. Nach einer ja etwas längeren Pause freue ich mich, dass Michael wieder mit uns die Veranstaltung macht und natürlich, dass Sie heute live dabei sind. Heute mit dem Thema Neues von Atlas entdecke die neuesten Funktionen und Updates. Ich bin da sehr gespannt. Und natürlich, wie gesagt, haben Sie auch die Möglichkeit, entsprechend Fragen zu stellen. Eine Frage hatte ich auch schon vorab gestellt bekommen und habe sie auch entsprechend weitergeleitet. Ich denke, Michael wird da entsprechend noch was dazu sagen. Ansonsten, mein Name ist Nelson Cardoso Neto. Ich begrüße Sie im Namen von FX Flat. Wir schauen uns schnell den Risikohinweis an, denn das hat sich nicht geändert. Wie immer dient dieses Webinar nur zu Schulungs- und Informationszwecken, unabhängig vom Inhalt. Müssen Sie Ihre eigene Entscheidung treffen, das ist ganz wichtig. Und diese Veranstaltung bitte nicht als Handelsempfehlung oder Anlageberatung. Verstehen. So, dann schalte ich mal ganz schnell rüber, denn deswegen sind Sie ja hier. Ich wünsche viel Erfolg, viel Spaß. Ich bin dabei im Hintergrund, wenn irgendwas sein sollte, und aber ansonsten ganz still. Einen wunderschönen guten Nachmittag. Zuerst mal kann man mich gut sehen und hören. Das ist das Allerwichtigste. Ah, da kommen schon die ersten rein. Das heißt, man kann mich hoffentlich hören. Wir hatten hier eine kleine Pause über die letzten Monate. Ich war gesundheitsbedingt ein wenig angeschlagen. Meine kleine Tochter ist gekommen und habe mir dahingehend einmal 2 Monate Auszeit gegönnt. Aber in den nächsten Wochen und Monaten werden wir wieder regelmäßig Webinare veranstalten und ich versuche euch wie immer, so gut es geht, mit technischen Input und Hintergrundwissen zu versorgen. Also die richtige Anlageberatung oder wie man tradet, findet man in diesem Webinar nicht und das wird es nicht gehen. Aber wenn man die technischen Hintergründe einigermaßen versteht, ja, und versteht, was man mit Atlas so machen kann, dann wird man sich im täglichen Handel wahrscheinlich leichter tun. Das Webinar hat den Titel Neuigkeiten bei Atlas und ich werde ganz schnell, wie immer bei unseren Webinaren, einmal die kompletten Neuerungen durchgehen mit euch. Ich werde dann aber auch sprechen, was kommen wird. Und mir wäre sehr recht und sehr lieb, wenn ihr aktiv hier im Webinar mitarbeitet. Das heißt, Fragen, 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 Fragen. Und ich versuche alles so gut wie geht zu beantworten. So kriegen wir in dieser Stunde, wo das Webinar läuft, richtig viel Input zusammen und ihr könnt dann auch was mitnehmen, weil es ist doch eine ganze Stunde von eurem Leben, das ihr jetzt da hier sitzt oder dann die Aufzeichnung auf YouTube schaut und ihr solltet jetzt möglichst was davon haben und die Zeit nicht unnütz verstreichen lassen. Dann fangen wir an. Also, ich habe wie immer hier. Ihr kennt das, die was ständig dabei sind, die Alpha-Version von Atlas. Das heißt, hier haben wir dann schon mehrere Sachen drinnen, die ihr in Kürze bekommen werdet. Und in diesen 3, 4 Monaten ist jetzt richtig viel weitergegangen. Für die, die neu sind und jetzt Atlas das erste Mal installieren, die haben von Haus aus jetzt einen verzögerten Datenfeed dabei. Ja, und können die Funktionalität der Plattform auch testen, ohne dass sie jetzt einen bezahlten Datenfeed in Anspruch nehmen. Das heißt, wenn ihr die Demo macht, könnt ihr schon den Markt sehen, so wie man ihn sehen sollte, ohne dass man irgendwo extern auf Datenfeeds zugreifen kann. Das ist einmal eine kleine Neuerung. Noch dazu, wir haben ja, wie die meisten wissen, eine Stable-Version, eine Latest-Version, eine Beta-Version und eine Alpha-Version, aufsteigend und die Updates kommen eben absteigend. Alles, was ich in der Alpha habe, kommt in die Beta. Was in der Beta ist, kommt in die Latest und was in der Latest ist, kommt in die Stable. Und wir haben von 2 Wochen circa die Stable-Version auch auf die interne Version 7 gebracht. Das heißt, da ist das neue Core verbaut, das Ding ist um einiges schneller und ist schon vorbereitet für die Dinge, die noch kommen werden, weil die einfach in der alten Plattform nicht gelaufen sind. So. Als erstes, was wir hier sehen, und das ist schon implementiert, ich weiß nicht, wo genau, ich glaube bis in die Latest-Version, je nach Datenfeed, den ihr jetzt in Atlas verbindet, habt ihr hier unten im Prinzip einen kleinen grünen Punkt mit dem Datenfeed, ist beschriftet, wo die Daten herkommen. Ihr seht die Marktdatenlatenz in Echtzeit.
Das heißt, Atlas überprüft den Print, den ihr von der Börse bekommt, beziehungsweise vom Datenfeed und gleicht das ab mit der Zeit. Sprich, wir wissen, dass ich eine Marktdatenlatenz von 70 Millisekunden habe. Das ist relativ gut. Ich sehe, wann das letzte Marktdaten-Update reingekommen ist. Ja. Und ich sehe auch die Auftragslatenz. Sprich, wenn ich hier normalerweise, lasst mich das machen, auf meinem zweiten Schirm, ich wähle das Konto aus, ich lege eine Order rein, storniere diese Order wieder, wird euch Atlas, wird euch ab jetzt sagen, wie lange es gebraucht hat, das Abschicken der Order bis zur Bestätigung vom Server zurück. Ja, das heißt, das ist die Auftragslatenz. Also, ihr seht jetzt, in Echtzeit sollte was nicht stimmen. Das ist ganz, ganz wichtig. Ihr seht, ob die Marktdaten zu spät reinkommen, ob Delays gibt. Ihr seht, ob eure Limit Order zum Beispiel beim Setzen 4, 5 Sekunden braucht, was nicht sein dürfte. Ihr seht das alles in Echtzeit. Ja? Und ihr seht diese Information auch im Chart. Wenn eine Marktdatenlatenz reinkommt und ihr seid 3, 4, 5 Sekunden weit hinten zum echten Markt, was ja nicht sein dürfte, dann bekommt ihr in jedem Chart eine rote Meldung, dass es Marktdatenlatenz gibt. Über die Hintergründe, warum wir das gemacht haben und um welche Anbieter das geht, werden wir in dem Webinar nicht sprechen. Aber es ist für euch einfach eine Sicherheit, dass ihr am ersten Blick seht, erstens am Indikatorpunkt, ihr seht es an den Daten und im Chart, sollte es irgendwo Schwierigkeiten geben. Es gibt nichts Schlimmeres als Routing und Marktdaten, die verspätet daherkommen, wo ich dann irgendwie Positionen nicht schließen kann, wenn Positionen auf einmal gedreht werden. Und dieses Ganze wollen wir damit so gut wie möglich abfangen. Ja. Ich habe eine Frage vom Adrian, wie lange verzögert? Naja, das kommt drauf an. Ja, also wir haben gemessen, dass manche Datenfeeds, wenn sie Probleme haben, 15 Sekunden Delay haben. Ja. Zur Vollständigkeit halber möchte ich schon dazu sagen, dass das bei Brokern so gut wie nie vorkommt. Ja. Es gibt gewisse Anbieter da draußen, die sind keine Broker und da ist die Datenqualität hier und da relativ schlecht. Und deswegen haben wir reagieren müssen. Ja. Gut, das wäre diese Kleinigkeit, die wir hier haben. Ja. Ihr könntet es auch noch konfigurieren. Ich glaube, bei uns bekommt ihr eine Meldung, wenn die Daten 800 Millisekunden verzögert reinkommen. Man kann das in den Einstellungen im Prinzip noch einstellen, was aber nichts bringt in Wirklichkeit. In Wirklichkeit möchte ich hier sehen, habe ich Probleme im Feed, ja oder nein. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es ist ein ganz anderes Problem als habe ich Internetprobleme, ja oder nein. Ich möchte wissen, ob ich das verzögert reinkriege. Wenn ihr Internetprobleme habt, kriege ich gar nichts mehr rein. Dann kann ich auch nichts closen, verschieben, aber dann ist das nicht ein Feed-Problem. Das ist einmal das Kleine, was wir haben. Ich kann euch gleich vorweg ein bisschen sagen, es wird dieses Ganze, die Equity-Kurve und das Ganze wird gerade verschönert im Hintergrund. Da kriegen wir was neu. Und was wir jetzt auch können, ist von Datenfeed-Anbietern wie Rhythmic zum Beispiel die Trade-Historie herunterladen, damit ich historische Trades in meiner Statistik habe. Ja. Aber da werde ich mehr dazu erzählen, wenn es soweit ist. Was noch fertig geworden ist in den letzten 3 Monaten und geht runter bis in die Latest- oder Stable-Version, ist das News-Modul. Das heißt, wir haben Echtzeit-News. Die kommen rein. Man kann das auch anklicken und weiterführende Informationen erhalten. Ihr bekommt die News hier rein, so alsbald sie fallen. Ja, das ist das Erste. Und das Zweite ist wichtig, wir haben den Wirtschaftskalender nun auch fertig und auch ausgerollt, ich glaube auch auf alle Versionen. Ihr habt hier für jeden Tag die Wirtschaftsnews, ihr habt einen Countdown drinnen, bevor die News kommen. Ihr habt Forecasts drinnen, das heißt, was ist im Prinzip erwartet und was kommt dabei raus. Ihr könnt diese News auch filtern. Und so weiter und so fort. Ihr habt das in Atlas drinnen, ohne Aufpreis, ohne was. Ihr könnt das ganz normal nutzen und ist in Echtzeit. Wie schnell erscheinen die News nach der Veröffentlichung, fragt der Gotthard. Also die Wirtschaftsnews von den Daten, ich schätze mal 1 Sekunde, 2 Sekunden, dann haben wir die Daten hier drinnen, wo es alle anderen auch sehen. Ja.
Du wirst wahrscheinlich einige Hundertstel Sekunden schneller sein, wenn du einen Bloomberg hast, aber dann musst du halt über 10.000 Euro im Monat in die Hand nehmen für so einen Terminal, und ob das dafür steht, braucht man nicht diskutieren. Also ihr könnt das, wie gesagt, ihr könnt ja das jederzeit öffnen und probieren und schauen, und ihr seht dann auch natürlich am Chart und auf der Bewegung, wenn irgendwelche wichtigen News kommen. Hier rennt, wie gesagt, sagen wir für eine Uhrzeit 18:11 Uhr. Hier rennt dann im Prinzip 10 Sekunden oder 30 Sekunden vorher auch noch der Timer runter, und ihr kriegt sofort hier die News rein, und ihr werdet sehen, anhand der Bewegung am Chart, dass wir hier so gut wie keinen Versatz haben. Bei den News ist zum Beispiel, wenn eine FED-Sitzung ist oder sonstiges, und der quasselt hier halt, dann dauert es 1, 2, 3 Sekunden, bis die News hier drinnen sind, bis das eben verschriftlicht ist und hier reinkommt. Also ich habe das beobachtet, das ist eigentlich eine relativ gute Geschichte. Man hat hier drinnen auch die täglichen News für Kryptomenschen und normale Geschichten, die reinkommen. Wenn die Eurozone irgendwas raushaut an News, man hat hier Currency-Geschichten von der Stärke her. Also man hat hier wirklich Consumer-Preis-Index, was jetzt gekommen ist. Man wird hier mit Charts und mit News in Echtzeit bombardiert, mehr oder minder. Man kann das mehr oder minder für den täglichen Gebrauch öffnen. Man hat hier auch die gröberen News, zum Beispiel jetzt da die Inventories, was das Öl heute betroffen hat, kriegt man dann in Rot rein, dann sieht man ein bisschen, was wichtiger ist und was nicht. Ja. Also das zu diesen zwei Modulen, die könnt ihr jetzt öffnen, jederzeit verwenden, kostet nichts. Ja. Gibt es Fragen dazu? Der Dieter fragt, wie kann ich diesen Punkt hier bei Rhythmic in der Taskleiste unten einblenden? Wenn du die richtige Version hast und das Update schon bekommen hast, ist das automatisch der Fall. Ja. Das heißt, du kannst das gar nicht einblenden, wenn es für dich schon freigeschalten ist. Ich glaube, es ist jetzt in der Beta, geht nächste Woche in die Latest und dann in die Stable. Dann hast du das automatisch für jede Datenfeed-Verbindung hier unten drinnen. Ja. Also das brauchst du nicht aktivieren, das ist dann für dich schon aktiviert, weil es einfach wichtig ist. So. Der Andreas fragt, die Statistik, also das Journal für Live-Kunden kommt, ja natürlich. Deswegen haben wir auch diese Möglichkeit geschaffen, im Hintergrund zum Beispiel von Anbietern die vergangenen Trades runterzuladen. Das Team ist gerade dabei, dass die Datenbank fertig wird. Und dann haben wir im Endeffekt auch, wo habe ich das? Kleinen Moment, ich zeige das her. Ich öffne das. Ihr kennt ja unsere Webstatistik. Ich putze jetzt einfach einmal meine auf. Die Webstatistik, was wir hier haben, die was zurzeit für Atlas SIM-Konten funktioniert, können wir dann im Prinzip Fremdkonten auch so auswerten wie dieses hier. Ja, also man hat dann alle Metriken, die du brauchst, die Winrate, wie alt der Account ist, die normalen Geschichten, Average Loss, Average Win, wie viel Trades, wie lange gehalten, was gehandelt und so weiter und so fort. Ja. Das ist ja dann der nächste Step. Jetzt haben wir es eben geschafft, dass wir die historischen Trades vom Anbieter runterladen können. Und der nächste Step wird dann sein, sämtliche historische Trades auch am Chart zu zeigen. Ja, also wirklich hinter einige Tage, und dann eben auch ein Trading-Journal online für die Kunden zu machen, wo sie sich selbst dann auswerten können. Und der Endstep im Prinzip ist dann das Trading-Tagebuch noch dazu. Also ein richtiges Journal, wo ich meine Strategien anlegen kann, wo ich meine tägliche Verfassung auch noch mit reinbringen kann und so weiter und so fort. Das ist eben die Vision dahinter. Wie kann man ein zweites Demo-Konto in Atlas erstellen? Du selber gar nicht. Ja, aber du schreibst am besten an den Support, du hättest gerne ein zweites Demo-Konto. Ein zweites wird dir immer eröffnet. Das sollte kein Problem sein. Und weil das gerade gefallen ist, zu dem Thema in naher Zukunft, also in einigen Wochen, das dauert nicht mehr lang, werden wir die Möglichkeit haben, die Kontogröße selber in der Plattform zu definieren. Das heißt, der eine hat heute halt gern irgendwie ein 10.000er Konto, der andere hat heute halt gern ein 250er Konto. Warum ist das wichtig? Das ist wichtig, so nahe an der Realität sein Demokonto führen zu können. Das heißt, wenn einer jetzt im Prinzip 50.000 zur Verfügung hat und möchte das jetzt da Broker handeln, und er möchte vorher aber noch trainieren, wäre es nicht schlecht, wenn er im Prinzip dieselbe Size auf seinem Demokonto hat, dass er sich
Auch vom Gefühl her. Also ich kenne das, Neulinge gehen ja her und haben dann ein Konto und handeln dann halt gleich mal zwei, drei Kontrakte und man sieht dann halt eher, wie schnell dass das geht, wenn man nicht fit ist, wie schnell dass die Kohle eigentlich weg ist. Und wenn man vorher ein bisschen trainiert, bevor man dann beim Broker scharf handelt, ist es halt gut, wenn man das so realitätsnahe wie möglich machen kann. Ja, das kommt. Sascha fragt, könnt ihr nicht zum Beispiel etwas basteln, dass sich jeder selber Demokonten erstellen kann? Vielleicht drei oder fünf. Unter Umständen, das ist eine technische Frage, die muss ich meinem Team stellen, das weiß ich nicht, inwieweit das möglich ist. Also wir haben ja im Prinzip das Go bekommen, dass jeder Kunde zwei Demokonten haben kann und in Zukunft kann er die Demokonten eben auch von der Größe her selbst verwalten. Selbst zurückstellen in der Plattform geht ja schon. Ja, also du kannst dein Demokonto jederzeit resetten. Sascha hat recht, das würde auch den Support entlasten. Vollkommen richtig. Gut, das waren jetzt da so ein bisschen, dass ich nicht ganz pharisiert, das waren jetzt so ein bisschen die Geschichten, die im Hintergrund laufen. Was ist neu? Was ist, wie würde der Deutsche sagen, der nächste heiße Scheiß? Ihr kennt das alle. Ihr habt es schon mal gehört. Es sind MBO-Daten. Atlas kann ab jetzt MBO-Daten verarbeiten und anzeigen. Was sind MBO-Daten? Ah, fangen wir vorher mit der Standardpartie an. Ich hole den anderen Chart rein. Ihr kennt alle Charts mit der Markttiefe auf der rechten Seite. Was sind MBO-Daten? MBO-Daten ist für die ganze Markttiefe auf der rechten Seite detaillierte Daten. Was heißt das? Das heißt jetzt, wir sehen nicht nur, wie viel auf jedem Level sind insgesamt. Wir sehen auch, wie groß die einzelnen Pakete sind. Wir sehen auch, in welcher Reihenfolge die in der Queue drinnen sind. Und wir sehen auch, ob es unter Umständen Market Maker sind oder nicht. Und das schauen wir uns jetzt da in Kürze an. Ich hoffe, jeden von euch interessiert es ein bisschen, Markttiefe und Technologie. Also starten wir gleich mal los damit. Also, so kennen es die meisten von euch. Ihr seht die Ask-Seite und die Bid-Seite und das Volumen, was auf den Levels liegt. Mit MBO-Daten zoomen wir hier mal rein. Und ich weiß nicht, wie gut ihr das in der Übertragung seht. Ihr seht jetzt schon einige Blöcke. Wir zoomen jetzt weiter rein. Und wir zoomen noch weiter rein. Wir haben hier geöffnet den Gold Futures. Und wir sehen jetzt nicht nur das Gesamtvolumen. Wir sehen jetzt Einser, Zweier. Wir sehen auch zum Beispiel hier den 30er. Was ist das für ein Informationsmehrwert? Der Informationsmehrwert ist dieser, dass wir von Haus aus mal sehen können, ob auf einem Level, wo viel Volumen liegt, ein einzelner Großer dabei ist, zum Beispiel, oder ob es viele kleine sind. Ja, ich switche mal ganz schnell. Also, wir sehen hier das Gesamtvolumen noch ganz rechts in der Spalte und wie viele also wie viele Order das dort liegen. Das ist einmal das Grundding. Ja, zoomen wir mal raus, haben wir die normale Markttiefe. Ich spitze jetzt mal schnell rüber zum S&P 500. Wir haben ja im S&P 500 seit Wochen das Phänomen, dass wir eine Art Channeling haben. Eine Art Channeling, was die Limit Orders betrifft, wo wir davon gehen können, dass das Market Maker sind, beziehungsweise Algorithmen, die versuchen, den Markt zu stützen. Wir zoomen hier rein und wir sehen hier 250, 150, 100 und auf der Unterseite 250, 150, 100. Also wir sehen, dass ein und dasselbe hier im Prinzip und von der Größe her mitswitcht. Und dieserjenige, das ist nämlich das Lustige, schaut immer, dass er von der Queue her ganz zum Schluss also die möchten gar nicht ausgeführt werden, die hier liegen. Die schauen, dass sie immer ganz links sind und alles, was rechts rüber geht, wird vorher ausgeführt, wenn denn dieser Level schnell getroffen wird. Also, wir sehen hier zwar die Tiefe, aber im Prinzip ist das für gar nichts. Ja, das ist für gar nichts. Das Einzige, was es macht, ist es, Heatmaps zu zerstören. Ja, auch hier arbeiten wir dran, dass wir diese einfach rausfiltern aus der Heatmap, dass wir das Channeling loswerden. Wir sehen das dann ein bisschen später bei den Eisbergwandern, die was ich euch zeige. Also, das ist einmal jetzt das Standardding. Ich kann jetzt natürlich aber auch hergehen. Es wäre nicht Atlas, wenn man nur irgendwas zeigen. Man muss ja damit arbeiten können auch, weil so im Prinzip hilft es dann nicht viel. Ja. Wir haben hier die Möglichkeit, dass wir hier erstens einen Farbfilter ansetzen. Das heißt, ich kann mir alles anschauen und alles über 100 rot markieren hier drin.
Das heißt, ich sehe zwischendrin auch große Order, je nach Einsatzgebiet. Also das Ding ist für euch ja auch zum Experimentieren, ja, nicht vergessen. Ihr könnt aber auch hergehen und sagen, ja, interessiert mich die ganze Tiefe mal überhaupt nicht und schon gar nicht die kleinen. Ich möchte nur sehen, wo liegen die großen Order. Das heißt, ich Volumenfilter das Ganze auf 100 in dem Fall und sehe jetzt im Orderbuch nur noch Orders, die 100 oder größer sind. Und da sieht man beim Rauszoomen schon ein Bild, dass auf der Unterseite weniger große sind wie auf der Oberseite. Das heißt, hier ist im Prinzip mehr, wenn denn die Orders echt sind, ist hier mehr Widerstand zu erwarten. Und mit solchen Sachen müsst ihr halt anfangen zum Experimentieren. Es ist hier ein wenig blöd zurzeit am S&P 500, eben wegen dieser Channel-Geschichte. Also es sind immer diese drei gleichen Order seit Wochen, die hier eben diesen Kanal bilden nach oben und nach unten. Unter Umständen, um schnelle Vola rauszunehmen, soll es wirklich nach unten oder nach oben gehen. Schwer zu sagen. Es ist wirklich schwer zu sagen. Wenn wir aber das Ganze am Gold anschauen, und ich glaube, am Gold gibt es dieses Gendern nicht, am Öl gibt es das, glaube ich, müssen wir natürlich jetzt in dem Fall sofort die Sizes adjustieren. Da schaut die Welt anders aus. Ja? Wir haben hier natürlich unten größere Orderblöcke mit 50, mit 75, 25, 50. Aber am aktuellen Kurs haben wir Orderblöcke, die größer sind als wie die Masse. Ja? Und die sind auf der Oberseite. Also hier können Sie euch das einmal anschauen, inwieweit euch das gefällt. Also ich finde das phänomenal. Vor allem, weil wir jetzt raussuchen können, wo größere liegen. Hier am Gold zum Beispiel ab 5 Kontrakten sind schon ein wenig größere unterwegs und man kann das dann durchfiltern und dann sagen 4, 3, 2, 1 und jetzt so sieht im Prinzip das originale Orderbuch aus, ohne dass man sieht, wo große und kleine sind. Es ist auch sicher interessant zu wissen, wenn ich einen Level habe, der größer ist, ob da nur kleine Retailer liegen oder auch größere. Was nichts damit zu tun hat, ob diese Order echt sind oder nicht. Ja, also man kann natürlich jetzt auch sagen, nachdem die ja eher dabei liegen, werden die schneller gefillt. Also ist vielleicht die Intention eher da, dass sie gefillt werden wollen, außer sie stellen sich immer zum Schluss hin. Dann werden alle anderen gefillt und diejenigen hier zum Beispiel, der Zwölfer, also der ist erst dann dran, wenn die alle gefüllt worden sind. Und man haben auch die Möglichkeit, dass man für jede einzelne Order, die es hier gibt, mit gedrückter Steuerungstaste eben Informationen rausholen kann. Ja, es gibt eine Order-ID, die ist unique. Also jede Order da drin hat eine eigene Order-ID. Was es mit denen auf sich hat, zeige ich euch nachher. Ja, das ist einmal ganz wichtig. Und man sieht auch die Uhrzeit. Das heißt, seit wann liegt die Order da drinnen? Wenn ich dann rauszoome und nicht so nah dabei bin, kann ich hierher gehen mit gedrückter Steuerungstaste und kann mir die großen Orders anschauen. Wie lange liegt der drin? Und so weiter und so fort. Das ist das Thema der MBO-Daten. Ich habe hier einige Fragen bekommen. Ich werde die schnell abhandeln. Roger fragt: Besteht die Möglichkeit, globale Objekte nur in untergeordneten Zeiteinheiten einzublenden? Nein, die Möglichkeit gibt es im Moment noch nicht. Also du meinst, ein Objekt global zu stellen, aber trotzdem in manchen Charts nicht global zu haben, ohne das ganze Ding nicht mehr global zu stellen, ist auf unserer Agenda aber zurzeit nicht in höchster Priorität. Welche Datenstreams supportet MBO-Daten? Im Moment ist es Rhythmic und DXFeed, wobei es nur für Rhythmic im Moment an DXFeed wird gearbeitet, in Atlas integriert ist. Wie kann ich bei Atlas überprüfen, ob ich die letzte Version schon habe bzw. aktualisieren? Login-Screen. Also wenn du Atlas startest, wo du Benutzernamen und Passwort eingibst, hast du unten ein Feld, das ist in grün geschrieben, letzte Version. Im Normalfall sagt dir der da, dass du das Update installieren solltest. Rechts daneben kannst du auch auswählen, ob du Latest, Stable oder Beta haben möchtest. Solltest du ein Update mal übersprungen haben, versehentlich, es gibt so einen Skip-Button,
Ich höre das hin und wieder. Dann kannst du mit rechten Klick auf diesen grünen Text, Version aktuell steht da, glaube ich, nochmal überprüfen lassen, ob es ein Update für dich gibt. Der Wolfgang fragt, er hat aktuell auch den Gold Futures offen und fragt, warum ich so viel Marktiefe habe. Naja, weil es mir der Datenfeed schickt. Das kommt ganz darauf an, was du für einen Datenfeed hast und wie du das in Atlas konfiguriert hast. Das Rhythmic schickt dir halt bei CME-Börsen die komplette Markttiefe. Ja, da hast du einige tausend Levels nach oben und nach unten. CQG weiß ich nicht, ob die alle CME-Märkte voll abbilden. Kommt halt auf den Datenfeed drauf an. Ja. So. Fragesteller Michael Burgstaller, das finde ich auch lustig. Das bin dann quasi ich. Die Farbe sich ändert, ob die Order gefilmt wurde. Wenn die Order gefilmt wurde, brauche ich im Prinzip keine Farbe ändern, weil die Order, wenn sie gefilmt ist, aus der Queue verschwindet. Die ist einfach weg. Ja. Also ich verstehe da den Sinn nicht dahinter. Andreas fragt, globales Zeichenobjekt als Voreinstellung. Ja, Hammer am Radar und wird kommen. Ist ein bisschen mühsam, also wenn ich hier zum Beispiel, was ich gern mache, irgendwas einzeichne. Und ich muss halt immer, wenn ich was einzeichne, mit rechter Maustaste das auf global stellen. Jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Entweder ich mache so, was relativ unsexy ist, oder ich habe das auf global gestellt, mache Steuerung CV und arbeite dann damit. Also das ist zurzeit dieser Workaround. Schön ist es halt, wenn ich hergehen kann und sagen kann, das globale Setting ist als Standard gespeichert, aber das wissen die Kollegen schon, ja, dass jedes Objekt, das ich zeichne, dann im Prinzip global ist. Ganz kurz noch zu diesem, zur neuen, unter Anführungszeichen, Markttiefe. Wir haben hier noch die Möglichkeit zu filtern. Wir haben hier noch zusammenfassende Spalten, ja. Also ich kann hier auch filtern, wenn ich sage, ich möchte nur hervorgehoben haben, wenn ein Level, wir müssen hier runter, wir sind am Gold, mehr wie 15 Orders drinnen hat, dann kann ich mir das hier filtern. Und das Gesamtvolumen kann ich mir auch filtern. Sie auch wieder runter, im Gold ist nicht so viel los. So, auf 50, dann habe ich im Prinzip hier eine schnelle Übersicht, welche Levels 50 insgesamt haben und 15 Orders Minimum. Also hier kann man noch ein bisschen seine Filterarbeiten spielen lassen. Wenn es dazu keine Fragen mehr gibt, dann gehe ich weiter. Wie schaut es aus? Patrick fragt, wann wird die MBO-Funktion in der Latest zur Verfügung stehen? Falls es mich nicht täuscht, gibt es das schon. Und wenn es das noch nicht gibt, dann dauert es keine ein, zwei Wochen mehr. Also das sollte jetzt dann relativ schnell gehen. Ja? Also ich habe ja in die Telegram-Gruppe geschrieben, dass wenn die Entwickler mir schreiben, das Ding hat Goldstatus erreicht, das heißt quasi so viel, wir haben das jetzt durchgeschaut, es sollte bugfrei sein und es geht ab an die Userbase. Soweit zu dem Thema. Nachdem keine Fragen mehr diesbezüglich reinkommen, gibt es diesen Chart gleich nicht mehr. Was wir noch gemacht haben, hier noch eine Kleinigkeit. Wir haben hier einen Pendel, das kann man im Moment als Indikator hinzufügen. Also hier oben, ihr seht, das Design ist noch nicht fertig, aber ich zeige es euch, das schnelle Pendel. Das heißt, wir haben hier ein schnelles Sell Market, Buy Market. Und was wir hier drinnen haben, wo ich nicht versprechen kann, ob es hier drinnen bleibt oder in die Strategien kommen, sind Chase Orders. Das heißt, Limit Orders, die sich hinten nachziehen. Also so eine Art Pushback Order, die dann beim Rücklauf gefilmt wird. Das haben wir schon. Und das kommt entweder in dieses Modul rein oder eben in das Trading-Modul, das in naher Zukunft komplett anders ausschauen wird. Ja, also wir haben das circa vor 3 Monaten, glaube ich, gebracht, haben wir sehr viel Feedback gekriegt und das nicht nur positiv. Und wenn es kein positives Feedback gibt, dann wird was geändert. Und das haben die Kollegen jetzt gemacht. Also ich habe das Design schon gesehen. Es wird sich hier einiges ändern. In den Strategien wird es wieder Templates geben, ja,
warum auch immer in der neuen Strategie das nicht mehr vorhanden ist. Das war ein großer Aufschrei. Ich habe dessen auch Nachdruck gegeben. Wir werden hier wieder Templates haben, wo wir eben mehrstufige Strategien und einfache Strategien bekommen. Des Weiteren kriegen wir in diesem Panel einen Break-Even-Button und eine Quick-Button für Stop-Loss and Take-Profit. Ich nehme jetzt einfach mal ein Konto her. Ich schmeiße den Indikator jetzt weg, weil den braucht man nicht. Was sie noch neu gemacht haben, die Kollegen, wenn ich jetzt hier einfach auf diesen Konto Sell gehe, dann habe ich hier meine Stop-Loss und Take-Profit-Buttons. Ja, ich kann hier im Prinzip meinen Stop-Loss setzen, sehe hier aber auch schon, wie viel Verlust in Geld, dass dieser Stop-Loss verursachen wird. Das gleiche mit dem Take-Profit. Das heißt, es war auch ein Kundenwunsch zu sehen, wenn der mir gehittet wird, was ist das Verlust und was ist der Take-Profit an Gewinn. Das Schöne ist, im Normalfall, wenn ich jetzt hier rein skaliere, das heißt, ich setze einen Sell nach, kalkuliert sich natürlich auch hier Take Profit und Stop Loss auf zwei Kontrakte und kalkuliert mir aber auch den Gewinn und den Verlust. So, das haben die Kollegen auch gemacht. Ich finde das sehr sinnvoll. Ja. So, ich habe eine Frage, da ist nicht vorhanden. Der MBO-Dom, wie kann ich ihn aktivieren? Es kommt darauf an, was du für eine Version fährst, ob du die Stable, Latest oder Beta fährst. Also ist ganz sicher schon in der Beta-Version drin und soweit ich weiß. Und sonst in Kürze eben bei euch in der Latest und Stable. Das dauert jetzt nicht mehr lang. Der Wolfgang fragt, warum man im Cluster Search den positiven oder negativen Delta-Bock nicht mehr filtern kann. Am besten ist, du schreibst mir hierzu bitte in den Support mit Screenshots. Der Wolfgang ist ja auch drauf gekommen und es war sehr schön, dass man im neuen Cluster Search keine Doppelnullen filtern hat können. Das heißt, Bid-Ask 0 auf einen Preis. Es war nicht möglich, das zu filtern. Danke Wolfgang für die Info. Das ist schon behoben in der neuesten Version, geht auch mit Update raus. So, ich muss kurz lesen. Ah, okay. Der Carsten fragt, ob es möglich ist, den Take Profit jetzt, der was eben zwei Kontrakte hat, wieder auf 1 zurückzusetzen. Es ist nicht möglich. Ja. Die einzige Möglichkeit, die ich da habe, ist im Prinzip, wenn ich hierher gehe und meine Kauflimits reinsetze. Ja, dann kann ich im Prinzip einzelne Kauflimits reintun und wegstornieren. Was es hier auch gibt, und das müsst ihr aufpassen, die Limit Orders haben jetzt auch eine Funktion Auto Cancel. Das heißt, die Limit Orders, hierzu muss aber Atlas laufen. Vergiss das nicht. Wenn jetzt zum Beispiel der Stop Loss oder die Position geschlossen wird, gehen die Limit Orders, bei denen Auto Cancel aktiv ist, genauso weg. Ja, also das haben wir gemacht. Also das ist im Prinzip lokales OCO, one cancels another. Nicht jeder Broker kann das. Ich kann ja im Prinzip, wenn ich OCO aktiviere und ich schmeiße hier zwei Order rein, dann sind das OCO-Order. Wenn eine gehittet wird, löscht sich die andere weg, auch wenn Atlas nicht läuft. Dieses Attribut ist am Server oder am Broker gesetzt. So, kann nicht jeder. Und jetzt haben wir eben dieses Auto-Cancel dabei. Wenn eine gehittet wird oder die Position geschlossen wird, gehen diese limitierten Orders auch aus dem Markt. Das ist auch so eine Kleinigkeit, die was einem das Leben verschönern kann. So, bitte gerne, Wolfgang. So. Limit Pullback, ja, ist sinnvoll, wenn das Ganze fix fertig implementiert ist, gibt es auch im Webinar im Prinzip was zu sehen dafür. Also das war jetzt das und jetzt da werden wir ein Thema anschneiden, auf das einige sicher schon gewartet haben. Ich mache es mal auf. Das mit den MBO-Daten wirkt sich nicht nur positiv auf die Markttiefe aus, was den Informationsgehalt angeht. Ich habe ja erklärt, dass
jede Order in dieser Markttiefe nun mit den MBO-Daten eine bestimmte ID hat. Ja. Und in der Dokumentation von der CME-Börse ist zu lesen, wenn eine Order, die eine bestimmte ID hat, zweimal gefilt wird, das gibt's nicht. Also das heißt, eine Order ist immer eine einzelne Nummer. Hat diese Order aber, also hat eine Order die gleiche Nummer, dann handelt es sich es um native Eisbergorder. Was sind native Eisbergorder? Du gehst als eher institutioneller zur CME-Börse direkt, ja, oder mit dem Terminal, das das kann, und sagt, ich hätte jetzt gern bitte auf 5.620 eine Eisbergorder von 600 Kontrakten. Aber ich will natürlich, weil es eine Eisbergorder ist, nicht sehen, dass ich hier 600 Kontrakte im Orderbuch drinnen habe. So. Mit MBO-Daten tun wir uns da relativ leicht. Unser Partner hat da was entwickelt für Atlas. Die Partie heißt Trading to Win. Das sind sehr, sehr gute Jungs. Wird es auch Webinare geben mit denen. Die haben was entwickelt, eben um diese Eisbergorder. Das sind native Eisbergorder. Hier gibt es keinen Interpretationsspielraum. Das ist so. Ja. Wann native Eisbergorder gefilt werden, wie groß das sie werden und zusätzlich noch, wann sie in den Markt gelegt werden. Wir sehen auch im Tracking, machen wir das einmal ein bisschen größer, wir sehen auch im Tracking, wenn sie verschoben werden. Also wir sehen hier, Eisbergorder gesetzt, Eisbergorder verschoben, Eisbergorder nach oben verschoben, hier fertig gefilt. Also, wir sehen jetzt native Eisbergorder und das ist eigentlich relativ lässig, wenn wir uns das mal in Echtzeit anschauen. Schauen wir mal, ob was passiert. Es ist von der Uhrzeit her jetzt eher ruhig. Jedenfalls sehen wir, wenn große Marktteilnehmer große Limit-Eisbergorder in den Markt schieben. Und das ist eine sehr, 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 sehr gute Sache. Ich habe hier auf der linken Seite auch ein Profil, das mir den sichtbaren Bereich von diesen Eisbergorders immer abträgt. Das heißt, der hat es dann relativ eilig gehabt, der hat diese Order nach unten gezogen, ja. Hat sie dann aber storniert, ist dann nichts mehr passiert. Warum ist das interessant? Ich kann es euch sagen, ich habe mir das jetzt ein paar Tage angeschaut. Nicht nur, dass man diese Eisbergorder auch filtern kann von der Size her und von dem Ganzen. Es ist interessant, wenn man den Aspekt überlegt, was passiert denn mit diesen ganzen Eisbergordern, die hier reingelegt werden? Sie wären ja, wenn sie gefilt werden, hier auf der Unterseite, also am Bit, gibt es ja Menschen, die eben hier rein verkaufen, so dass diese Eisbergorder am Bit alle gefilt werden. Ich hoffe, somit haben wir es verstanden. Das heißt, wenn ich Market verkaufe, nehme ich auf der Limitseite auf dem Bit einen Kontrakt ab. Und hier sehen wir, was ja auch sehr interessant ist, 222, 222, 222, zwischendurch 200, 125, 222. Also die Tranchen sind alle relativ eindeutig und gleich. Hier oben zweimal 125. Was ich damit sagen möchte, ist, und was ich mir jetzt die Tage ein wenig angeschaut habe, hier verkaufen sehr viele in den Markt rein Market, um diese Eisbergorder zu filmen. Die sind alle gefilmt und abgeschlossen. Das heißt, in dem Bereich sind extrem viele short gegangen und haben auf der Limitseite die Eisbergorders im Prinzip erfüllt, beziehungsweise haben denen die Stücke abgenommen. Ja. Man kann sich das auch anschauen am guten Abverkauf jetzt. Na, also keine Historie mehr. Bitte nicht. Schade, schade, Schokolade. So, ihr müsst jetzt ein bisschen kreativ sein. Wir waren hier im Prinzip heute am S&P 500 auf dem VWAP und beim VWAP ist darum gegangen, steigt der Kurs oder fällt der Kurs, wie immer beim VWAP meistens. Und man hat halt eines gesehen, es sind extrem viele Eisbergorder reingekommen, die natürlich auch gehittet worden sind mit Market-Kauforder. Ja, und das war dann im Prinzip dann der große Abverkauf. Ja, bei einer Erholung hat es wieder Eisbergorder gegeben auf dem Ask, das heißt, es muss irgendwer fillen. Meistens sind es wir Kleinen, die eben mit Buy fillen,
Das ist wieder weitergegangen. Es hat sich unten stabilisiert mit Order auf der Bid-Seite. Die hat Berg gefüllt, indem er sie Market verkauft hat. Richtig, weil sie alle geglaubt haben, es geht noch eine Partie runter. Das heißt, es waren alle Short. Es geht wieder nach oben. Ja, also das kann man sich anschauen. Ich finde das höchst interessant, das Ganze. Ja, und also mit dem wird einige, also wenn wer einigermaßen so ein bisschen ein Freak ist wie ich, der wird mit dem sehr viel Spaß haben. Ja, mit dem Tool. Also ich habe mir das nur am S&P 500 ein bisschen angeschaut. Es ist schon recht cool. Ja, man muss sich ein bisschen damit beschäftigen. Und man hat ja eben hier unten auch so eine Art Stärke von diesen ganzen Eisberg-Order, wann sie reinkommen, wann nicht. Vielleicht haben wir auch das Glück und wir sehen auch ein Eisberg-Development. Das heißt, es kommt ein Eisberg rein, der ist nicht komplett gefilmt, dann zieht der Atlas eben die Linie. Ja. Sollte er denn die Eisberg-Order verschieben, wird Atlas die Linie auch verschieben. Dann seht ihr im Prinzip, wie diese Eisberg-Orders funktionieren und wie sie erstellt werden. Ja. Das ist das Erste, was ich euch zur Brust lege diesbezüglich. Was auch lustig ist, wir können uns kurz diese Einstellungen durchschauen. Also dieser Indikator hat genug Einstellungen, was das Profil betrifft, was die Optik betrifft, was die Filtereien betrifft. Dieses Eisberg-Order, ich glaube, die nennen es DITS, Eisberg-Order-Development, wo man eben zuschauen kann, wann die Order getriggert wird. Hier kann man Schwellenwert angeben. Profil kann man ändern. Also man kann hier einiges machen und kann sich das anschauen. Und wie gesagt, diese Eisberg-Order, das ist keine Interpretation, das ist nicht errechnet. Die haben den Stempel von der CME drauf. Hallo, ich bin eine Eisberg-Order. Und das macht das Ganze halt eben interessant. Ja, überall, wo man interpretieren muss. Und das wird dann halt interessant, wenn man es bei den synthetischen Eisberg-Order, das ist das Gegenstück zu dieser, zur nativen, die synthetische Eisberg-Order, da sitzt halt irgendwo ein Rechner. Der Rechner sagt dir zum Beispiel, schmeiß alle 5 Sekunden 5 Kontrakte rein. So, und hier kommst du halt relativ schwer drauf. Wenn der irgendwie 500 Kontrakte hinten hat, dann braucht er halt 10 mal 5 Sekunden oder 100 mal 5 Sekunden, bis er das alles im Markt hat. Das kannst du halt relativ schwer tracken. Ja, also es gibt Algorithmen, die das machen. Aber bei der nativen Eisberg-Order tun wir uns halt relativ leicht, weil eben, wie gesagt, die Ordernummer stimmt, die Informationen von der Börse kommen. Und das passt dann halt auch. Gibt es dazu Fragen? Der Adrian fragt, gibt es eine Möglichkeit, wenn ich eine Range immer oben verkaufen will und unten kaufen, dass ich das einstellen kann, quasi ein Algo? Naja, in dem Fall müsste man einen Algo programmieren. Also ich wüsste nicht, dass das in Atlas so geht. Da müsste man sich mit einem Programmierer zusammensetzen, der einmal definiert, was ist eine Range? Wie lang darf eine Range dauern? Wie groß darf eine Range sein? Wo in der Range kaufst du? Wo in der Range verkaufst du? Also, das kann man nativ so nicht machen. Ja. Carsten fragt, ob das in Atlas nativ reinkommt oder eine Zusatzoption von Trading to Win ist, wie in Bookmap. In Bookmap musst du, glaube ich, für das ganze Tool zahlen, sonst siehst du gar nichts. Und wir haben uns mit dem Team geeinigt, dass wir diesen Eisbergdetektor kostenlos in die Plattform reinschmeißen. Das Einzige, wenn du eine Lizenz von denen hast, gibt es ein paar Einstellungen und Tools mehr, die was allerdings auch Sinn machen, wenn man sich damit beschäftigt. Aber zum Experimentieren und zum Schauen ist das kostenlos für alle Atlas-User dabei. Es gibt dann eben dieses Volumenprofil auf der linken Seite und ein paar Kleinigkeiten, die kriegt man halt zusätzlich. Ihr habt es jetzt ganz kurz gesehen, wie sich ein Eisberg aufbaut. Ich habe es leider Gottes vertratscht im Moment. Schauen wir mal, ob noch einer reinkommt währenddessen. Der Wolfgang fragt, ab wann das verfügbar ist. Puh, ja, so es ist seitens TTW ist es fertig. Es geht jetzt nur noch darum, dass wenn TTW zum Beispiel Bugfixes hat oder Updates hat, ihr seht jetzt gerade, wie ein Eisberg entsteht. Das ist das erste Mal getriggert worden und jetzt das zweite Mal, hat aber die Mindestsize nicht erreicht von meinem Filter. War aber ein Eisberg.
Also wir schaffen gerade die Möglichkeit für Entwickler, dass die deren Indikatoren updaten können, ohne dass sie auf ein Atlas-Update warten müssen. Das heißt, der spielt die neue Version ein und ihr kriegt das im Prinzip von der Cloud in euer Atlas aktualisiert rein. Ja. Soweit ich weiß, ist das ziemlich fertig. Also hier dauert es nicht mehr lang. Also das wird auch wie soll ich sagen, also ihr werdet es nicht überhören, wenn das endlich kommt, weil das einfach eine ganz, ganz lässige Geschichte ist. Hintergrundwissen, wie ihr wisst, unsere Heatmap ist suboptimal und vor allem, wenn wir eben dieses Channeling haben, das, was wir jetzt seit einigen Wochen am Markt sehen, wo eben diese Großen oben und mitfahren, ist mit Heatmap echt. Also ich muss ganz ehrlich sagen, es ist ein wenig traurig, das Ganze. Also man kann hier im Prinzip machen, was man möchte. Man müsste die ganze Zeit nachadjustieren und tun und machen, dass das einigermaßen was gut ausschaut. Kommt dann ein neues riesiges Volumen rein, passt das Ganze wieder nicht. Ich kann euch nicht nur versprechen, sondern auch informieren. Wir haben einen neuen Algorithmus, was die Heatmap betrifft. Das macht das Ganze obsolet. Ihr werdet dann stets eine saubere Heatmap haben. Und was noch dazu kommt, und das ist im DomTrader bei mir drinnen als ganz, 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 ganz frühe Version. Ich lasse es jetzt einfach einmal kurz laufen. Wir haben hier auch schon Volume Dots, die eben BitAsk als Tortenprofil darstellen. Das heißt, im Prinzip habt ihr da die Käufer und Verkäufer in einem Dot drin. Ihr seht es hier auch. Wir werden das Ganze, sobald es fertig ist, eben auch auf die Heatmap ausrollen. Dann habt ihr Volume Dots, die sehr viel Sinn machen und die auch einstellbar sind, dann, wann das Ganze aggregiert wird für euch. Also das ist auch schon am Fertigwerden. Also es kommt einiges auf uns zu diesbezüglich. Gibt es Fragen dazu? Ja, Carsten, ich freue mich auch auf die Webinare, aber zu dieser ganzen Thematik werden wir natürlich die Experten heranziehen, die das Tool geschrieben haben. Die können viel mehr Insiderwissen geben und Informationen bereitstellen, was das Ganze betrifft. Ja. Was gibt es noch Neues? Einige von euch haben diese Selling Blocks und Buying Blocks angefragt bei uns. Der Indikator ist am Fertigwerden, um das Ganze dann abzuschließen, kommt dann auch noch einiges. Der Wolfgang fragt, für welchen Datenfeed man braucht für diesen Iceberg-Tracker. Also nochmal, die MBO-Daten kommen im Moment von Rhythmic und DXFeed, wobei es im Moment nur für Rhythmic implementiert ist in der Plattform. Es ist im Prinzip völlig egal. Ihr könnt auch bei FX Flat handeln. Ihr braucht nur einen Datenfeed. Ihr könnt dann trotzdem hier eure Trades auf FX Flat rüberschieben. Das heißt, ihr könnt Datenfeeds verwenden, aber die Trades executen, also ausführen über FX Flat. Das ist überhaupt kein Problem. Was heiß diskutiert wird gerade bei uns und was auch in naher Zukunft kommt, so Gott will, ist eben diese Cross-Trading-Partie. Soweit ich weiß, im Moment fürs Copy-Trading-Modul, das heißt, ich zeige es euch schnell, dass ich hier keinen Blödsinn rede. Wir haben hier im Prinzip den Following Manager. Was macht der? Der Following Manager ist, ich habe ein Hauptkonto, ich habe meine Unterkonten und alles, was ich im Hauptkonto handle, wird in den Unterkonten genauso ausgeführt, sofern der Datenfeed vom Anbieter mitspielt. Ja. Und hier werden wir in Zukunft sagen können, dass ich zum Beispiel ein großes Hauptkonto habe und ein kleines Subkonto. Und alles, was am großen Hauptkonto am S&P 500 ausgeführt wird, wird am Subkonto am MES ausgeführt. Und das wird funktionieren für alle Futures, die eben kleinere ja, Geschwister haben. Also ein DAX Mini, S&P Mini, es gibt, glaube ich, Gold Mini, es gibt Crude Mini und so weiter und so fort. Ja, also das wird noch implementiert und ich würde mir wünschen, das weiß ich eben aber noch nicht, ob man nicht das hier auch einstellen kann. Das heißt, ich habe hier den S&P 500, ich analysiere hier das Volumen, ich analysiere hier whatever und wenn ich eben auf den Knopf drücke, möchte ich hier nur noch irgendwo einen kleinen
Button haben, wo ich sagen kann, Cross-Trade aktiviert und ich wäre im Prinzip am MAS ausgeführt. Das wäre dann noch irgendwie so ein bisschen die Kirsche obendrauf. Gut, gibt es noch Fragen von eurer Seite? Das ist wieder sehr viel Content, aber ich möchte euch, es war ja doch einige Monate nicht da, jetzt möchte ich euch richtig bedienen, sagen wir es einmal so. Schaut nicht so aus. Entweder alle überfordert oder ich hoffe, es passt. Ja. Also wie gesagt, Heatmap neu, Iceberg Tracker neu. Da kommt jetzt wirklich einiges, 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 einiges. Wenn man sich, das mache ich selten, aber ich mache es mit euch trotzdem. Wenn man sich den S&P, ich hoffe, ihr seid alle für den S&P, ich mache es einfach mit dem S&P, die letzten Tage angeschaut hat, was auch sehr interessant war, am 4-Stunden-Chart. Einige wissen, dass das 4-Stunden-Charts, dass ich das verwende. Ich habe hier noch meine Zeichnungen drinnen. Also ich habe den Eisbergtracker nebenher laufen gelassen und habe eben Situationen gefunden, wo eben extrem viele Eisberge raufkommen sind auf der Ask-Seite und die natürlich erfüllt worden sind von der Market-Seite. Und das waren die letzten 2, 3 Tage diese. Also man sieht das dann. Es wird dann extrem viel. Es ist alles voller Eisberg-Order und die werden alle gefüllt. Und das waren im Prinzip die Bereiche. Ich habe das da jetzt einmal eingezeichnet. Ich muss mir das noch einige Wochen anschauen. Natürlich, Research gehört dazu. Aber ja, also wie gesagt, das waren diese Bereiche, wo diese Eisberg-Order reinkommen sind vermehrt. Und wo halt alle eingekauft haben und gegen die Eisbergorder gelaufen sind. Und das ist schon recht lustig. Ja, also, wie gesagt, das sind hier 140 Ticks und das sind hier 150 Ticks. Aber man muss sich das, jeder von euch muss sich die Sachen einfach genau anschauen, ein bisschen Research machen und so weiter und so fort. Und vor allem auch, dass das Gesamtvolumen nicht außer Acht lassen. Hier können Sie euch im Prinzip den Cluster Search reinhauen. Einige von euch kennen schon meine Settings, die ich gern verwende. Ja, ich habe kein Maximalvolumen, ich habe hier 35.000 im Normalfall drinnen. Je nachdem, man wird nichts sehen. Ich gehe aber her und ich sage, ich möchte 35.000 auf 2, 3, 4 Preise haben. Und dann kriege ich im Prinzip auch sehr starke Geschichten, was Levels betrifft. Ja. Und was man hier auch gern machen kann, ich muss das noch schnell umstellen, das ist optisch nicht schön. Only Price, Viereck, nur Preis. Hier hat man halt nicht nur den POC von jedem Tag. Ja. Mit Cluster Search kannst du dir eben raussuchen, ob der Volumenbereich eine gewisse Anzahl von Kontrakten betrifft oder nicht. Ja. Und es ist schwerst interessant, was diese Bereiche halt alle machen. Man darf nicht vergessen, und das müsst ihr auch immer im Hintergrund halten, ich bin jetzt kein Coach, gell? Ich mache nicht auf Coach, aber es ist ganz wichtig zu wissen, wenn man sich das da einzeichnet und sagt, okay, da hat das funktioniert, da hat es Ablehnung gegeben, das war cool, da ist es aber durchgefahren. Man müsste sich ein bisschen anschauen, welche News ab welchen Tagen kommen sind. Ja, also deine schönste Analyse kann ein News-Tag im Prinzip zunichte machen, indem man im Prinzip irgendwelche Zahlen nicht gepasst haben und das ganze Ding fährt durch den Keller durch alle Levels durch. Ich sage immer wieder, Volumenanalyse, wenn News anstehen, Vorsicht. Ja, also das muss nicht unbedingt halten. Aber wenn man einen relativ ruhigen Lauf hat und sich diese Levels halt zu Gemüte führt, also das ist jetzt nur so ein bisschen lang von mir selbst, was ich halt gern mache. Ich mache es halt eben mit extrem großen Volumen, das Ganze. Kann man sich anschauen, da kann man auch im Prinzip die Ultra Bonds, die ich handle, auch anschauen. Da sind sogar noch meine Zonen drin. Oder auch nicht. Ah. Volumenfilter muss ich noch aktualisieren, dass es zu den Bonds passt. Ne?
Das weiß ich natürlich nicht auswendig, was ich drinnen habe, aber wir werden das gleich sehen. Was extreme Volumen betrifft, und wir sind hier am Tageschart, ich habe jetzt den Filter nicht hundertprozentig genau gesetzt. Ja. Nachdem ich Bonds handle, schaut ihr euch das jetzt einfach einmal an und genießt das. Wir haben hier im Prinzip Tageskerzen. Das heißt, die nächste Kerze fährt in der nächsten Session an. Machen wir es von hinten weg, ist doch völlig wurscht. Ja. Fangen wir da an. Da habe ich nicht einmal eingezeichnet, da könnte ich einzeichnen. Und wie gesagt, das ist jetzt nicht einfach irgendein Bock oder was, muss ein gewisses hohes Volumen vorkommen. Am nächsten Tag fahren wir da rein, lehnen wir ab. Wir machen hier am Tagesschluss das Volumen. Am nächsten Tag fahren wir da rein, lehnen das ab. Wir machen hier ein größeres Volumen. Am nächsten Tag fahren wir rein, lehnen das ab, machen oben neues Volumen, fahren da wieder rein, lehnen das ab. Also funktioniert auf den Bonds zurzeit richtig gut. Ja? Heißt nicht, dass es immer funktioniert, aber zurzeit funktioniert es richtig gut. Wir haben hier am gleichen Level noch einmal Volumen, dann nehme ich im Prinzip dies her und fasse diese zusammen. Und haben wir das gleiche hier. Dann haben wir oben, machen wir Volumen. Am nächsten Tag fahren wir rein, lehnen es ab. Wir fahren wieder rein, lehnen es ein bisschen ab, also diese grüne Kerze. Die war jetzt erst da ganz unten, hat es wieder nicht geschafft. Am nächsten Tag fahren wir wieder da rein, lehnen es ab und machen wieder Volumen. Am nächsten Tag fahren wir wieder da rein und lehnen es ab. Dann fahren wir unten ins Volumen rein, lehnen es ab und fahren wir oben rein ins Volumen und lehnen es wieder ab. Also, wie gesagt, das ist ganz primitiv vieles Volumen auf dem Tageschart. Ja, und könnt ihr ein bisschen Trade Location rausfinden dann mit dem Ganzen. Also, das ist, ich mache das nicht kompliziert. So könnt ihr euch das anschauen, ein bisschen. Also, das ist für mich Cluster Search einer der wunderbarsten Tools, weil ich verschiedene Instrumente volumentechnisch einfach analysieren kann. Ganz einfach, ohne viel Tralala, ohne überall ob Value Areas, Box und was der Teufel was alles. Also, man kann hier schon, und das verwende ich schon auch, die Maximum Levels reintun. Ich habe meistens den aktuellen Tag, ich habe den letzten Tag und die Folgewoche. Aktueller Tag, Folgewoche und die letzte Woche. Und da schaue ich natürlich schon, wo was los war. Ne? Wohin sich das Volumen bewegt. Aber man sieht es hier ganz schön, dass im Prinzip der Preis sich von Volumen zum Volumen bewegt und auch vom Volumen abgelehnt wird. Und das ist eigentlich ja, fürs Lehrbuch. Ja. Und die Kerze ist völlig wurscht. Da war, ist nicht dieses Volumen zustande gekommen. Die Kerze ist völlig wurscht. Also zum Zonenbilden. Ja, und wie gesagt, das sind Bonds. Da geht dann schon was. Also das kann ich euch ans Herz legen, dass ihr euch diese simple Methode einmal anschaut und experimentieren, experimentieren, experimentieren. Und ich sage es noch einmal, experimentieren. Ja, das ist ganz, ganz wichtig. Es sind noch einige Fragen aufgetaucht. So. Läuft der Iceberg Tracker nur in Verbindung mit der Heatmap? Nein, die Heatmap brauchst du dazu nicht. Ja. Funktioniert auch im normalen Tick-Chart. Irgendwann hört es dann auf, Sinn zu machen. Also ich kann den Iceberg Tracker auch auf dem Minutenchart laufen lassen. Die Frage ist, inwieweit du drinnen bist, wie groß die Bewegungen sind und so weiter und so fort. Aber du kannst den Iceberg Tracker jederzeit. Ich wüsste es gar nicht, ob ich denn hier, schauen wir mal, was passiert, wenn ich denn hier rein tue. Wir haben ja hier im Prinzip den Tageschart. Der wird mir jetzt ganz scharf funktioniert hier auch. Also er printet mir die Eisberge auch. Nur wie gesagt, du siehst hier im Prinzip dann, also Minutenchart sollte kein Problem sein, aber du siehst hier, du weißt hier zwar, aber das bringt da nichts. Also es bringt da gar nichts, wenn du das so verwendest. Aber es ist nicht limitiert, um das zu beantworten. Wichtig und ganz wichtig, dass man das weiß. MBO-Daten, das heißt, das Ganze, wo haben wir denn den Chart? Habe ich den noch irgendwo? Hier. MBO-Daten haben keine Historie. Das heißt, wenn ich heute diesen Chart zumache und morgen diesen Chart aufmache, sehe ich die Daten von gestern nicht mehr. Ja. Ist auch interessant, der hat die Eisbergorder hinter die Limitorder gelegt von den normalen. Also, wie gesagt, das sehe ich nicht mehr. Deswegen gehe ich her, das habe ich euch eh gezeigt, ich mache, ich habe die Historie dann immer,
Ich markiere mir im Prinzip, das könnt ihr dann, wenn ihr es dann habt, auch machen. Und das mache ich jetzt die nächste Woche auch, die nächsten Wochen. Ich markiere mir die Bereiche, die bleiben in meinem Chart und sehe dann über die Zeit, ob dieses stressige Eisbergorder reinlegen, die dann eben von den Markets gefiltert werden, von den Käufern, und der Markt zischt dann ab, ob das Mode macht. Ja. Wie oft das vorkommt, ob es oft genug vorkommt und ob man das handeln kann. Ja, also hier habe ich noch keine Markierung drin. Es gibt eben aber keine historischen Daten leider im Moment dafür. Ja. Und wie ihr seht, und damit hat der Konkurrent ja auch zum Kämpfen, diese Channeling-Geschichten, die verhauen dir halt die komplette Heatmap. Deswegen schauen wir gerade, dass wir das so hintricksen, dass wir sagen können, zum Beispiel, Bid- und Ask-Seite auf 15 Preisen Abstand filter mir das raus. Also das ist noch so ein bisschen was, wo wir gerade in Research haben, ob das Sinn macht und so weiter und so fort. Die Iceberg-Orders findest du im Cluster-Search nicht. Du findest im Prinzip die ausgeführten Iceberg-Order als Market-Orders. Das ist ganz einfach. Also wenn der hier auf der Bid-Seite 178 reinlegt, wird der einmal gehittet, zweimal gehittet, dreimal gehittet, einmal wird er mit einem Kontrakt gehittet, dann wird er mit 10 Kontrakten gehittet und so weiter und so fort, bis der mit seiner Eisbergwelle durch ist. Ja. Schauen wir mal, ob wir hier noch ein gutes Beispiel haben. Zoomen wir mal hier rein. So. Der wird es gewesen sein hier. Der hat seine Eisbergorder hier reingelegt, die waren noch nicht fertig. Der Kurs ist noch einmal hier hinkommen und hat dann die 196 fertig gemacht. Ja. Der hat es nicht erwarten können, der hat seine Eisbergorder runterzogen. Also, wie gesagt, diese ganz genauen Geschichten, wie das Ganze berechnet wird und so weiter und so fort, wir sehen hier Eisbergorder nach oben gezogen. Das können euch dann die Kollegen von die werden das dann schon gut aufdröseln, das Ganze. Aber Katastrophe. So. Vielleicht sehen wir noch ein Development. Das heißt, wir sehen hier, wenn eine Eisbergorder reinkommt und die wird getriggert, siehst du dann hier im Prinzip auf der Bid- oder Ask-Seite ein Schild. Da steht dann drauf, wie lange sie drinnen ist, in welchen Schritten das die abgearbeitet worden ist und wie oft sie abgearbeitet worden ist. Vielleicht sehen wir das noch die nächsten Minuten, derweil ich noch Fragen lese. Also Eisberge auch im Cluster Search? Nein, du siehst im Cluster Search im Prinzip die Market Orders, die gehandelt worden sind. Ja, und du hast keine Chance mehr, weil eben diese ganzen Eisberg Order ja in der Masse der Market Order untergehen und du keine Chance hast, dass du die rückwirkend rausfiltern kannst. Ja. So. Das ist eine interessante Frage vom Sascha. Wie sieht es mit einer Benennung von Indikatoren aus? Wenn man zum Beispiel viele Cluster Search drinnen hat und diese ein- und ausblenden will, wäre es praktisch, den Cluster Search einen Namen zu geben? An und für sich eine gute Idee. Ja, also ich höre jeden Tag sehr viele gute Ideen, aber es wäre halt, damit es für die Nachwelt und für meine Kollegen und für alle im Prinzip strukturiert ist. Wir haben ja eine Webseite. Ich schaue gerade, ob ich die finde. Hier nebenher. Papapapapap. So, hier ist sie auch schon. Das ganze Ding heißt und ist im Community getrieben. Das ganze Ding heißt feedback.atas.net. Hier kann sich jeder anmelden. Hier kann er im Prinzip seine Verbesserungsvorschläge und Wünsche einbringen. Ihr seht, es gibt sehr viele. Wir werden nie fertig. Im Leben nicht, werden wir fertig. Es wird immer Wünsche und Verbesserungen geben. Das ist so angelegt, dass du eben einen Vote machen kannst. Das heißt, wenn du eine gute Idee hast und Leute lesen das und sagen, okay, Quick Stop Loss Entry, Break Even zum Beispiel, die Idee finde ich super. Gib ihm ein Vote, hat 208 Votes. Und je nachdem, wie viele Votes hier drinnen sind, heißt nicht unbedingt, dass wir es genauso machen, aber es gibt eine Orientierung an das Entwicklerteam, welche Fragen sind brennend heiß, mit was sind die Leute nicht zufrieden und so weiter und so fort. Das ist einmal das.
Das Ganze geht dann in die Roadmap und dort seht ihr im Prinzip, was ist geplant. Cross-Trades haben wir geredet, Templates für Indikatoren, es ist Templates für Objekte, Risk-Manager-Modul ist geplant. Also das ist dann schon in Planung, ja, das ist schon in der Planung drinnen. All das, was hier gewünscht wird. Und hier sind auch Sachen in der Planung drinnen, die nur zwei Upvotes haben. Also das wird schon hier auch genommen. Hier seht ihr im Prinzip dann, was ist gerade in Progress, was wird denn gerade gemacht. Atlas Mac-Version, die native, die läuft übrigens schon, ja, ist aber noch nicht fertig. Der Break-Even-Button, das ist alles gerade in Entwicklung. Ping-Latency-Tool ist fertig, ja, und das Ganze wird dann von da ins Complete reingeschmissen und da kann man sich ein bisschen eine Übersicht holen. Und hier auf Changelog, das ist der dritte Button, seht ihr von den verschiedenen Updates, was auch alles geändert worden ist. Welche Indikatoren sind dazugekommen? Welche Bugs sind erledigt worden? Welche Konnektoren sind dazugekommen? Und so weiter und so fort. Ihr habt hier im Prinzip so eine Übersicht, was in dem Update drinnen ist für euch. Ja, ich hoffe, das hat die Frage einigermaßen geklärt. Ich wäre dann für heute fertig. Das war ein rein informatives Webinar und hoffe, dass es euch trotzdem gefallen hat. Nächstes Mal werden wir wieder intensiv mit einem gewissen Themenblock arbeiten, aber nachdem ich so lange nicht weg war, wollte ich euch jetzt einfach allgemein einmal alles dazu, was passiert, was nicht passiert, wie es ausschaut. Ja. Der Carsten fragt, wann das nächste kommt. Also wir haben in etwa so Monatsschritte, alle 4 Wochen mal. Und FX Flat wird dich natürlich informieren, wenn es dann soweit ist. Jedes 25. Webinar, September. ja, 25. September, sehr gut. Und es wird jedes Webinar aufgezeichnet. FX Flat hat einen hervorragenden YouTube-Kanal, wo alle Webinare ersichtlich sind, vom allerersten bis zu dem hier. Ich würde sagen, hier ist sehr viel, was man mitnehmen kann und was nichts kostet. Ja. Also, ich übergebe mal das Wort zu Nelson und sage danke für die Teilnahme. Schönen Abend. Super, vielen, vielen Dank, Michael. Schön, dass wir hier wieder zusammen Webinar haben. Und ja, ich schließe mich den Feedbacks auch im Chat an. Mega Webinar, super Updates und Funktionen. Also hat sich wirklich gelohnt, das Webinar heute. Und vielen Dank an alle, die wirklich sehr, sehr aktiv hier mitgemacht haben. So macht das auch Spaß für alle. Und ich wünsche natürlich jedem und dir auch, Michael, einen schönen Abend. Und für die Restwoche natürlich noch viel Erfolg. Genießt den Abend ein bisschen und ja, passen Sie auf Ihre Trades auf. Und wie gesagt, 25. September, Sie sind automatisch schon angemeldet, bekommen natürlich auch nochmal eine Erinnerungs-E-Mail. Und hoffentlich dann bis dahin. Also, bleiben Sie gesund. Ciao, ciao.